Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part in Freeroom mit Singleplayer Features. Heute habe ich zwar keine Kommentare so richtig aufgeschrieben, aber ich habe mir so ein paar gemerkt. Und wir werden jetzt auch direkt mal hier einen verhaften. Haben wir auch schon direkt schon Nummer 1. Zack. Was war das denn jetzt? Ach Mann, immer so leicht raus. Was war das denn jetzt? Nachdenk. Einen Kommentar weiß ich noch, aber ach ja, einer weiß meine Begrüßung mittlerweile auswendig, aber ja, nu, so ist das halt bei Standardbegrüßungen, das soll vorkommen. Einer hatte geschrieben, ob Pilots Life jetzt beendet ist, weil er sich anscheinend ein Haus neben mir gekauft hat und so weiter, pipapo. Ich kann euch sagen, Pilots Life, das Projekt ist noch nicht beendet. Ich weiß, ich habe jetzt alle Jobs vorgestellt, aber ich werde auch noch andere themenbezogene Sachen machen, weil ich habe jetzt in meinen Videos immer... hier, ich habe immer noch Cleo drin, das ist mein gemoddetes GTA. Ich habe ja immer so, sagen wir mal, themenbezogene Parts gemacht, sprich zu einem Job oder so ein Airline-Special. Und ja, da wird noch ein bisschen was kommen. Ich weiß nicht, wie viele Parts, aber es werden zwischendurch immer mal wieder Parts kommen. Ich habe schon so eine Idee, was das werden könnte. Freut euch auf jeden Fall drauf, das Projekt ist auf keinen Fall beendet. Dafür macht es mir einfach viel zu viel Spaß, weil ich muss sagen... Pilots Life ist wirklich so ein Projekt, was mir sehr, sehr viel Spaß bereitet. Genauso wie mir hier EN Freeroom am Anfang sehr viel Spaß bereitet hat. Aber da ist die Langzeitmotivation ist einfach größer, sag ich mal, weil, naja, man ist da mehr so mit so einer Community in Kontakt. Jetzt zum Beispiel, ich bin ja in der Airline und in der Company. In der Airline bin ich Staff, genauso wie in der Company. Und, ja, deswegen finde ich, ist der Kontakt da noch ein bisschen größer zur Community und man hat irgendwie eine Aufgabe, sage ich mal. Und ja, hier bin ich jetzt mit nichts verbunden. Ich kann einfach zocken, wenn ich Bock habe. Aber da sollte ich halt schon zusehen, dass ich halbwegs aktiv bin. Und ja, deswegen ist das für mich einfach motivierender so über lange Zeit. Das war doch mal ein epischer Crash, ey. Sogar die gleichen Autos, nice. Läuft bei euch. Crash-Test. Ja, also auf keinen Fall beendet das Projekt, nicht mal ansatzweise. Ich würde mal sagen, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Parts wir mittlerweile haben, auf jeden Fall schon über 10, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber glaubt mir Leute, da kommt noch was, es ist noch nicht vorbei. Wie gesagt, das Projekt ist einfach zu spaßig, sag ich mal, weil... So, mich da auch einige, sag ich mal, kennen hier so jetzt aus YouTube. Hallo Andi, hallo. Fühlt euch gegrüßt. Oha, was geht denn jetzt ab? Die Verhaftung möchte ich aber noch haben. Weil mich da auch ein paar Leute kennen, das ist dann halt auch immer, ich sag mal, ja, wie soll ich das sagen, schöner, sag ich jetzt einfach mal. Wenn man so noch so ein bisschen, weiß, dass die Leute einen kennen. Ich kriege da jetzt auch keine großartigen Vorteile in den Arsch geschoben, weil so große Leute, die da wirklich was zu sagen haben, sage ich mal, kennen mich natürlich nicht, weil das halt, ja, ist natürlich kein deutscher Server. Und, ja, da kann ich nur sagen, es ist nicht vorbei, ihr werdet noch einiges an Parts bekommen, auch so an themenbezogenen Parts, was das angeht. Freut euch auf jeden Fall drauf, ich freue mich. Denn, wie gesagt, Pilots Life ist wirklich ein sehr cooler Server. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Würde mich freuen, wenn er mich da irgendwie mal anschreibt oder so. Keine Ahnung, vielleicht seid ihr ja in der Aufnahme, wenn ihr Glück habt. Man weiß es nicht, aber nicht böse sein, wenn ich nicht zurückschreibe. Genauso wie hier, weil wenn ich in der Aufnahme bin oder so, dann kann ich natürlich nicht zurückschreiben. Das ist immer doof. Beziehungsweise ich schreibe dann selten zurück, weil ich dann meistens im Sprachfluss bin. Wenn ich dann schreibe, dann komme ich immer raus und da habe ich relativ wenig Lust zu... So, der ist mir nicht reingefahren, das ist schon mal gut. Ich dachte schon, der brettert jetzt in mich rein. Also Leute, merkt euch das, Pilots Life wird weitergehen. Ja, wie es mit diesem Projekt hier aussieht, das weiß ich noch nicht, weil, keine Ahnung, wird von euch jetzt nicht mehr so oft angesehen. Da sehe ich ja schon, dass das Interesse eher weniger ist. Das war jetzt auch mehr immer so ein Projekt, was ich gestartet habe, damit ich die Kommentare vorlesen kann, die so am Anfang so alle gestellt wurden, so Fragen. So Leute, da bin ich wieder. Falls ihr euch jetzt gewundert habt, der Cut, ich war jetzt ein bisschen unterwegs, weil das Telefon geklingelt hat. Ich weiß nicht, wie ich das gecuttet habe. Vielleicht habe ich mit einem Sprachfluss gecuttet. Das tut mir dann sehr leid. Aber wenn das Telefon klingelt, ich weiß halt nicht, Copyright Sounds und so, deswegen keine Ahnung. Ich habe den Typen jetzt bis hierhin verfolgt und jetzt hat er keine Wanteds mehr.
Ja, nice Verfolgung auf jeden Fall. Und da hat er direkt wieder Wanted. Na, er ist ja ein Schlauen. Ja. Ich habe noch mein Kekschen bekommen. Du bist mein Keks. Nam, 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 nam. Nee, keine Ahnung. Ich habe mein Leckerchen noch bekommen. Ich habe den Typen noch erwischt. Ich bin da die ganze Zeit beim Telefonieren einfach weitergefahren. Das, ja, hat irgendwie geklappt. Ja, wir fahren dann mal zurück zum LSPD. Also wie gesagt, dieses Projekt, ich muss mal gucken, wie das hier so weitergeführt wird, weil das hat hier am Anfang so für Fragenbeantwortung genutzt, als ich hier meinen Let's Play-Kanal gestartet habe, weil da viele Fragen aufkamen. Und ja, also ich denke mal, ich werde jetzt auf Kommentare eher wieder per Antwortfunktion auf YouTube antworten. Erreicht die Leute dann auch einfacher. Und ihr müsst nicht so lange auf eure Antwort warten, weil ich bin relativ aktiv auf YouTube und dann wisst ihr Bescheid, kriegt ihr relativ schnell eine Antwort und dann wisst ihr auch, was ihr wissen wolltet. Ja, so soll das bei Fragen und Antworten manchmal passieren. Ja, also dieses Projekt wird dann wahrscheinlich erstmal vielleicht noch weitergeführt als Lückenfüller, weil ich das eigentlich immer ganz gut aufnehmen kann, ohne jetzt irgendwas vorzubereiten. Ja, muss ich gucken. So. Weil das Projekt ist irgendwie einfach unproblematisch. Da muss ich nichts vorher machen. Das ist einfach, sag ich mal, alles vorher abgeregelt. Das kann ich dann immer als Lückenfüller reinhauen. Also ich denke nicht, dass das Projekt beendet ist. Ich denke mal, vielleicht kommt morgen auch nochmal ein Party von, keine Ahnung. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber ich merke ja, dass es bei euch nach und nach schlechter ankommt, sag ich mal. Da liegt wohl das Interesse eher in Pilots Live, aber wie gesagt, das Projekt ist noch nicht beendet. So, ich packe da noch eben. Sorry jetzt, dass der Part jetzt ein bisschen kürzer war, aber naja. Ja, ist dann halt so. Aber haben wir den Part wenigstens gut mit Themen gefüllt. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das Projekt überhaupt noch weitersehen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, haut rein, Leute.